Hallo, einen schönen guten Abend. So, ich habe jetzt nun Los 2 fertig geschafft. Ich wusste nicht, wie viel ich mache. Erst wollte ich die Hälfte machen und ich habe doch das ganze Teil, also mal das Rentier mit Perlen gestickt. Ich habe es geschafft. Ja, ich muss ja bis Ende November fertig werden. Ich habe hier nämlich noch einen Schlitten. Das ist auch zweiteilig. Also von dem Rentier habe ich nur zwei fertig. Und hier habe ich ja schon heute noch ein Stück Schnee angefangen. Und ich mache das zwischendurch. Ich tue das nicht mit in Los reinnehmen. Ich werde das so immer zwischendurch noch machen. So, ja, da habe ich nun ein Finish. Er ist fertig, vollkommen fertig. Da ist er. Sieht doch toll aus. Ja, das ist Bernstein auf Holz von Nadja gekauft. Ich denke mal so vor einem halben Jahr oder voriges Jahr, eine voriges Jahr. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, wann das war. Ich hatte so einiges mit der Weihnachtszeit. Ja. So, da wollen wir mal losziehen. Ich habe hier, eins habe ich draußen gelassen, die zwei. Und da brauche ich hier plus eins. Ich werde hier drinnen wühlen. Mein Kopf hängt nicht da drin. Ich habe jetzt hier eins. Oh. Ich habe das gezogen. Da habe ich jetzt lange nichts gemacht. Da ist nämlich noch nicht fertig. Von Secret Stitch Along, Teil 1. 500 Kreuze machen. Da habe ich gar nichts mehr gemacht. Ich hatte gestoppt damit. Und okay. Das werde ich machen. Ich werde bloß eins ziehen. Das war's. Erst einmal. Der kommt hier rein. Ups. So. Da muss ich mal suchen, wo er ist. Ich weiß es jetzt nicht. Es wird jetzt nur ein kurzes Video. Die Wärme, die macht meinen zu schaffen. Ich bin so froh. Da habe ich nun alle zwei fertig hier von dem Rentier. Dann muss ich dann bloß noch den Schlitten machen. Ich habe ja, schaut mal, das Lineal von Thorsten, das ist super. Und okay, das ist echt super kurzes Video. Oh, habe ich jetzt noch irgendwas zu sagen? Mir fällt jetzt nichts weiter ein. Ich habe zwischendurch noch weihnachtliche Stick machen. Ach ja, ich muss ja noch die Rahmen, die müssen ja noch gestickt werden. Bis zum 23. Oktober muss die fertig sein. Ja, und das Secret Stitch Along beginnt dann nun auch im September, Teil 2. Okay. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das Teil 1 weitergemacht habe. Ich fand es auch so. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber soll ich jetzt mich ausdrücken? In so einer Jahreszeit weihnachtliches Sticken, das fand ich irgendwie nicht so schön. Ja, und ich hänge ganz schön hinterher und
Aber ich auch nicht schaffe, gar kein echtes Alter dran zu stehen. Na gut, ich werde das machen. Ich versuche vielleicht noch mehr zu machen. Mal sehen, ich weiß es nicht. Aber ich muss ja noch das andere mit dem Rahmen fertig machen. Für den Oktober. Ja, sonst ist ja nichts weiter Vorbereitung. Weiter. Ach ja, und ich habe noch ein schönes Bild gefunden. Für herbstlich. Für die Herbstzeit. Vielleicht werde ich da noch was stecken. Ich habe das Sommerbild ja noch nicht fertig, aber das werde ich irgendwann mal fertig machen fürs nächsten Sommer. Ja, man hat doch viel zu viel an Sticken. Peinen habe ich, komme ich überhaupt gar nicht mehr dazu. Vorher habe ich immer so viel gepeintet. Jetzt bin ich bloß immer mal an Sticken, Sticken, Sticken. Und zu meinem Basteln mit Karten machen oder so andere Sachen, da komme ich auch nicht mehr so dazu. Ich wollte ja auch noch Karten direkt auf Karten sticken. Komme ich auch nicht nach. Man hat viel zu viel. Na gut, ich will nicht so viel rumlabbeln. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video und tschüss.